Herzlich willkommen zum magischen Gedanken für eine neue inspirierende Woche. Und in diesem magischen Gedanken geht es heute um unseren Wortschatz. Jeden Tag gebrauchen wir, du wahrscheinlich genauso wie ich, tausende von Wörtern. Wir geben über Wörter viele Dinge preis. Wie es uns geht, wie wir so die Dinge sehen um uns herum, wie wir bestimmte Dinge wahrnehmen und. Wir kommunizieren täglich mit anderen Menschen über unsere Wörter. Doch wir geben mit dem, was wir sagen, immer auch ein Stück weit von uns selbst etwas preis. Vor allen Dingen über unser Denken und unsere Gedanken. Denn unsere Wörter sind die Kleidung unserer Gedanken. Und somit lässt sich aufgrund unserer Wörter und unseres Wortschatzes auch zurückschließen, wie wir denken. Und wie wir denken, so sind wir letztlich. Also geben wir mit dem, was wir sagen, immer auch ein Stück von dem weiter, wie und wer wir sind. Und Wörter sind ja etwas wirklich Phänomenales. Wörter können Freude erzeugen, aber auch Trauer bringen. Wörter können stärken, aber auch schwächen. Wörter können versöhnen, aber auch trennen. Wörter können verbinden, aber auch spalten. Wörter können Hoffnung geben, aber auch die letzte Hoffnung nehmen. Wörter sind letztendlich das, was unser Leben lebenswert macht und wir uns mit anderen Menschen einfach auch gut austauschen können. Doch jedes Wort ist wie ein abgeschossener Pfeil. Du kannst es nicht mehr zurückholen. Und ich lade dich heute ein, einmal etwas bewusster wieder deinen Wortschatz zu hinterfragen. Denn unser Wortschatz, wie vorher schon gesagt, sagt viel über uns selbst aus. Unser Wortschatz ist auch die Grundlage mit für unsere Kompetenz und unser Wissen. Denn wir können über unsere Wörter immer nur das weitergeben, was wirklich auch an Kompetenz und Wissen in uns steckt. Das heißt, wollen wir unseren Wortschatz verbessern, gilt es vor allen Dingen auch, unsere Kompetenz und unser Wissen zu verbessern. Denn ich bin überzeugt, dass in unserer Gesellschaft der Wortschatz auch eine Grundlage für die Höhe unseres Einkommens ist. Wie schaffen wir es aber jetzt, unsere Kompetenz und unser Wissen auf relativ einfache Weise zu erweitern und dadurch auch für unseren Wortschatz etwas Gutes zu tun? Eine einfache Möglichkeit ist das tägliche Lesen. Ich lade dich doch ein, zukünftig täglich für circa nur 10 Minuten gute Literatur zu lesen und du wirst feststellen, über längere Zeit wird sich das natürlich positiv auswirken. Für deine Kompetenz, für dein Wissen, aber natürlich auch insgesamt für deinen Wortschatz. Du wirst entsprechend anders kommunizieren können, du wirst andere Wörter vielleicht auch in täglichen Gesprächen gebrauchen können und machst so natürlich deinen Rahmen in der Kommunikation weiter und breiter. Deswegen suche dir doch einfach für dich inspirierende Literatur, lese jeden Tag nur circa 10 Minuten, das reicht, dafür aber wirklich täglich und du wirst merken, welche positiven Auswirkungen das zukünftig auf deinen Wortschatz haben wird. Denn unser Wortschatz ist wichtig, denn jedes Wort, das wir weitergeben, hat die Möglichkeit, einen zu verändern, der es hört, aber auch den zu verändern, der es sagt. Die Wörter sind die Grundlage unserer Kommunikation, sind die Grundlage für unser positives Zusammenleben und für unsere persönlichen Ergebnisse und unseren persönlichen Erfolg. Ich wünsche dir eine inspirierende, eine persönlich erfolgreiche, gute neue Woche und mache dir auch in dieser Woche, in dieser neuen Woche immer bewusst, lebe dein Potenzial, denn in dir steckt einfach mehr. Ich freue mich, wenn wir uns auch beim nächsten magischen Gedanken für eine inspirierende neue Woche wiedersehen. Bis dahin alles Gute, dein Jürgen Zwickel.